So, hallo Navina, du bist heute Abend hier auf dem SEO-Stammtisch vorgestellt worden, dass du vom Fernsehen kommst und dass ihr was Neues ausprobieren wollt. Und warum dann der SEO-Stammtisch? Ja, weil hier Leute sind, die kreativ sind und die kreative Ideen haben und auch mal querdenken. Weil wir gerade überlegen, wie kann man eigentlich das Fernsehen oder wie kann man die Medien revolutionieren? Sprich, wie kann man auch mal crossmedial denken und Social Media, Online und Fernsehen und vielleicht auch sogar Hörfunk direkt zusammendenken? Aber trotzdem muss ich dich nochmal fragen. Hier sind ja eigentlich mehr Leute, die technisch unterwegs sind. Und wie passt das denn jetzt mit eurem kreativen Konzept zusammen? Aber hier treffe ich auf jeden Fall netzaffine Menschen und die gucken ganz anders Fernsehen und die gucken auch ganz anders sich die herkömmlichen Medien an und haben deshalb auch bestimmte Bedürfnisse, die, glaube ich, auch Trends setzen können. Und deswegen, glaube ich, kann ich mir hier gute Ideen holen. Und es geht auch noch darum, hier gibt es Leute, die Tools programmieren können und das könnte auch mal interessant für uns werden. Und hast du denn jetzt schon Eindrücke, die du uns mitteilen kannst? Also was gerade ganz angenehm war, dass direkt Leute auf mich zugekommen sind und sehr, sehr einfach sich Gespräche ergeben haben. Kannst du uns denn jetzt schon ein bisschen mehr erzählen, was ihr vorhabt? Ich kann wirklich nur sagen, dass wir jetzt crossmedial denken. Das heißt, bisher ist man so vorgegangen, es gibt zum Beispiel ein Fernsehangebot oder es gibt ein Hörfunkangebot. Und nachdem das Konzept fertig gedacht ist, überlegt man sich dann im zweiten Schritt, was ist denn eigentlich mit Social Media oder was ist mit Online? Und lässt man das in Parallelstrukturen nebeneinander herlaufen. So. Und wirklich dieser ganz neue Ansatz ist, für den viele junge Redakteure stehen ist, oder junge Journalisten, einfach von Anfang an alles zusammenzudenken und dass das quasi miteinander verquickt wird und ein Austausch von Anfang an besteht. Weil eigentlich sind wir schon ein bisschen spät dran. Also ich gehe davon aus, dass der Bedarf da ist. Und die erste Stufe ist jetzt erstmal zu hören, was möchten die Zuschauer, was möchten die eigentlich sehen und das jetzt erstmal aufzunehmen und zu gucken, was können wir dann anwünschen. Finde ich auch geil. Super, ja, dann sind wir mal gespannt, was da passiert. Danke.